Moin Moin und willkommen zu einer neuen Serie am Faktorium. Es geht darum, die eigene Fabrik zu bauen, wie man hier gerade schön sieht. Also das, was die Aliens da gerade zerstört haben, war mal sowas wie eine Fabrik. Gut, ich denke, Faktorium ist ganz einfach schon bekannt. Sollte nicht das Problem sein. Wir fangen ganz einfach mal an. Wir machen ein freies Spiel und gehen mal auf die Eisenbahnwelten. Also ich finde die, naja, das Prinzip viel sinnvoller, von weit her zu holen, statt, naja, alles um sich herum zu haben. Haben wir hier alles? Das. Da haben wir alles. Die Feinde machen wir mal Ausbreitung 0. Und Größe Stadtgebiet. Also hier geht's nicht, also mir geht's nicht darum, so viel mit, mit den Aliens zu tun zu haben, sondern jo, die sind halt da. Zack, und schon geht los und wir sind, naja, gelandet, zack. Haben wir hier irgendwo was drin? Ja. Ich lasse gern das Schiff, Schiff, soweit es geht, liegen. Wenn es im Weg liegt, bauen wir es ab. So, wo haben wir jetzt hier was? Kohle, Kupfer da oben. Oder hier oben, Kupfer, Eisen, Kohle. Naja, perfekt. Ein Stein in der Nähe. So, wer Factorio schon mal gespielt hat, ja, der Anfang ist relativ gleich. Man holt ein bisschen Kohle, man holt ein bisschen von dem, dies und das und ja. Man kommt auch nicht drumherum, etwas selbst zu graben. Ich merke gerade, wir sind in der Wüste, ne? Also müssen wir definitiv, kommen wir nicht rundherum, schnellstmöglich irgendwie vom Holz wegkommen. Ach, da fehlt uns noch Eisen. Aha. Gut, wenn uns Eisen fehlt, zack, Ofen hin. Erstmal die grundsätzlichen Dinge ganz einfach holen. Zack. Diesmal. Und wenn das fertig gebrannt ist, können wir uns schon den nächsten befeuerten Erzförderer bauen. Bin ich eigentlich relativ schnell weg, weil mit Strom macht es mehr Sinn. Wow, da hat er schon richtig viel gemacht. So, selbstversorgend. Was ist selbstversorgend? Dieser Erzförderer holt die Kohle raus, gibt das dann gleich weiter. Und so haben die immer selber Brennstoff und fördern weiter. Ist jetzt nichts Neues. Also ich habe es zumindest nicht erfunden. Dann wollen wir mal ganz einfach weiter hacken. Denn wir brauchen noch 1, 2, mindestens 3 Erzförderer.
Eigentlich reicht. Schon fast einer. Na, nur für den Anfang. Hier ist nicht viel. Das ist halt das Problem im Stadtgebiet. Die Vorkommen haben nicht viel Erz. Ne, wenn ich das sehe, 1000. Das ist alle, wenn wir dann soweit sind. Das heißt, wir bräuchten das weg. Wir bräuchten noch viel Kupfer und viel Eisen, um den Radar zu bauen und damit zu sehen, was können wir noch machen. So. Bisschen Kohle rein und dann sollte das soweit auch funktionieren. Genau, wir bekommen Eisenplatten. So. Also ich meine, es ist was ganz anderes als beispielsweise Go Medieval. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ist nicht so meins. Ist nicht schlimm. Oder ihr sagt, oh ja, mal was anderes. Einfach mal bitte in die Kommentare schreiben. Auch wenn der Anfang immer wieder, naja. Und wir brauchen dann noch einen Ofen. Nein, wir brauchen zwei Öfen. Ja, weil der Erzförderer braucht einen und fürs Kupfer wollen wir ja dann auch noch ein bisschen was brennen. Zack. Der braucht noch Erze. So. Ja, ich kann eine ganze Kiste bauen. So, schon ist dieses Holzhacken, auch wenn es Stein ist, die Steinproduktion mehr oder minder angekurbelt. So, wir brauchen, wir machen gleich zwei. Ein für Kupfer und dann Eisen brauchen wir eh ohne Ende. Und zum Schmelzen brauchen wir Stein. Der wird dann schon fertig werden. Die sie mir gerade stellt. Was heißt muss, sollte ich erklären, um was es sich bei Factorio handelt? Ich denke nicht, oder? Also es geht im Endeffekt klar ums Automatisieren. Also wie man ja sieht, ne? Also ist total automatisiert schon. Da noch Kohle rein. Da Kohle rein und also im Endeffekt, nein, das Ziel ist nicht die Automatisierung, sondern mit Hilfe der Automatisierung eine Rakete ins Weltall zu schicken. Und das Interessante ist, also aus meiner Sicht, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man denkt, oh ja, passiert ja eh nicht viel, ne?
da seine Förderbänder später und oh, mehr ist da nicht. Naja. Und ich bin gerade so clever, der braucht bestimmt. Ja. Und an dem Punkt Strom sind wir noch nicht. Na, also mit dem Radar geht es mir eigentlich eher darum, das deckt ja dann so rundherum an der Karte auf. Das heißt, wir können hier was machen. Und so langsam finden wir dann auch die anderen Gebiete. So, jetzt ist die Frage, wo holen wir uns Strom her? Ich meine, hier, ich gehe mal auf die Karte. Hier oben wäre ja sinnvoll. Man braucht ja für, was ist das? Für Strom natürlich Wasser, ja. Achso, das ist das Raumschiff. Oder später baut man ein Atomkraftwerk. Das ist ganz schön weit weg. Und das Problem bei dem Ganzen ist, man braucht Holz für... Gut, zumindest Holz finde ich. Holz für Strommasten. Da ist schon das schöne Uranerz. Was uns nach langem nichts bringt. In der Wüste nach Holz suchen, okay. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe auch bis jetzt noch keinen Stock nur in der Wüste gehabt. Hey, öfter mal was Neues. So, wir brauchen jedenfalls zwei davon und wir brauchen jede Menge Eisen und Kupfer. Ja gut, ist nichts Neues. Also wir bauen hier oben unser Heizkraftwerk auf. Dann liegt es ja auch nicht im Weg dann später. Problem könnte eher sein, dass die Beiter dann ankommen und ja, dort das abreißen, aber naja gut, mal gucken. Also angreifen, nicht abreißen. Hier haben wir noch Kohle. Eigentlich könnten wir mal, ehe es Probleme gibt, also ehe die Ausgänge voll sind, alles rausräumen. Kann er das nebenbei bauen? Zack. Naja. Damit sind wir eigentlich. Haben wir schon einen relativ wichtigen Punkt erwischt? Ja. Nein, haben wir nicht, weil. Ich brauche noch 3 Kupfer und 5 Eisen. Na, ohne Pumpe geht es natürlich nicht. Aber ansonsten sind wir an dem Punkt. Ab jetzt könnten wir. Anfangen mit automatisieren. Das heißt, ich habe es wieder mal nicht eingestellt. Automatisierung erfinden oder entdecken. Und dann, jo.
Dann geht's los. So, mal schauen. Wo haben wir? Eine Pumpe müsste man auch bauen. Wo ist ein guter Platz? Ist kein sonst wie guter, aber es ist ein Platz. Die Sache ist natürlich, ja, das braucht Brennmaterial. Wir haben total viel Kohle mitgenommen. Mal schauen. Zack. Zack. Zack, und hatte ich nicht ein Rohr gebaut? Also ich mache das Großteil so, damit ich genau hier einen Strommast reinstellen kann. So, stellen wir den mal da rein und viel Spaß. Genau, das kennt jetzt so nach und nach alle Sektoren. In der Nähe, also deckt die Karte auf. Jo. Und piept. Mal schauen, wo es jetzt was aufdeckt. Da oben. Es ist nichts da. So, wenn wir schon mal hier oben sind, ne? Ziehen wir ganz einfach schon mal den Strom runter, weil den brauchen wir eh. Zack, bis hier hin und dann den Rest bekommen wir so hin. Nächste Stufe ist eigentlich jetzt schon das Labor. Aber natürlich ein Stück jetzt. Das ist der Nachteil am sogenannten Handcrafting. Wir machen alles noch per Hand und ja. Das dauert halt. Fünf Erzförderer und fünf Öfen. Einfach um unsere Eisenproduktion zu steigern. Und das könnte man auch gleich mitmachen. Noch zwei weitere Förderer, um hier mehr Kohle zu holen. So. Zuerst, damit wir Fabriken haben, die genau das bauen, was wir brauchen. Zack, viel Spaß. Vorteil ist natürlich dann, wir können beispielsweise unsere Stromversorgung dann mal absichern. Denn die läuft derzeit nur so lange, bis wir keine Kohle mehr drin haben. Ich glaube, so viel habe ich da nicht reingegeben. Und müssen wir schauen. Zack. Ich sammle jetzt eigentlich so viel wie möglich an Material. Na, und hier hat man es jetzt, ne? Ich würde hier gerne mehr bauen, aber
geht halt nicht. Das da oben, das ein. Das drehen. Und das drehen. Und jetzt reichen die Kohle immer hin und her. Ich kann hier schön Kohle abgreifen. Und damit zum Glück endlich. Naja, endlich. Unsere Eisenförderung. Einfach jetzt mal hier schon. Doch, zumindest beginnen. Denn mit 2, 4, 6, 7 Brennöfen. Es kommt eine Menge mehr raus. So, und schon haben wir Automatisierung. Brauchen wir jetzt schon Logistik? Eigentlicherweise würde Logistik, ja. Zack. Ein Geschützturm mehr Sinn machen. So, und jetzt geht's erstmal los. Was brauchen wir zuerst? Wir brauchen jede Menge Fließbänder, das heißt, die sollten wir automatisieren. Greifarme brauchen wir. Wir brauchen alles hier. Ganz einfach. Aber am wichtigsten, und das brauchen wir definitiv, wir müssen unsere Kohle irgendwie transportieren, so dass wir ja unsere Energie mal absichern. Zack, wir brauchen, oh nein, die zwei haben wir schon. Das ist natürlich vorteilhaft, ne? Jetzt davon, dahin. Zack, und wir haben die ersten Fließbänder und ich reiße sie gleich wieder weg. Weil ich klug bin. Jetzt bin ich auf der falschen Seite. Denn, genau, jetzt ist der Strom wieder weg. Falsche Seite. Denn eigentlich müsste ich von hier oben kommen. Schon mal weitermachen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch welche. Immer schön Kohle rein. Der befeuerte Greifarm, ja, nimmt sich zuerst Kohle für sich, das heißt, er braucht keinen Strom. So, nee, das machen wir jetzt gleich mal hier weg.
So, Fließbett, da habt ihr gesehen. Reicht, okay. Danke, bitte ein Like und ein Follow drauf geben und gut ist. Nein, um Gottes Willen. So, da, da, da. Ist da. Holz kommt an. Und die nächste. Genau, Wissenschaft. Man sieht, das ist total viel Kohle, die jetzt hier kommt. Aha, also, ich laufe mal mit hoch. Das ist der Vorteil auf dem Fließband, dann läuft man ja schneller. Und der nächste Vorteil ist, ich habe natürlich, weil ich dann toll klug bin, vergessen, noch einen dritten Greifarm aufzubauen. Nicht wundern, ja klar, blinkt der. Weil da wird ja die Kohle sofort rausgenommen. So, und wir brauchen genau noch einen Befeuerten. Und nein, die sollten das eigentlich schaffen, oder? So, dass er erstmal wieder brennen kann und damit Strom hat. Dahin. So, die Kohle liegt hier genug drin. Zack. 34, da 35. Strom ist gesichert. Verbrauch. Das ist ja ganz gut. Zack. So. Nun geht es eigentlich schon daran, den ganzen Spaß zu automatisieren. Das erste, was wir automatisieren müssen, ist natürlich hier, also Bänder, Greifarme, Fabriken, eventuell. Jo. Und dann geht's schon los, die elektrischen Erzförder. Also ich baue jetzt schon mal 5, aber so. Damit wir die Kohle mehr oder minder nur noch als Treibstoff für den Strom brauchen. Ah, macht ja jeder so. Rausnehmen. Oh. Aber und das ist ganz einfach so. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Für heute sage ich schon mal erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, zu diesem neuen Projekt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir das Ganze mal auswerten. Ciao, ciao.